Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem Yoga Flow für den Rücken, welche für Anfänger geeignet ist. Wir beginnen am Anfang der Yogamatte. Heute werden wir den Rücken stärken und dehnen, um schmerzfrei durch den Tag zu gehen. Einatmen, zieh deine Schultern zurück, Hände aufgefächert und dann zieh deine Arme über den Kopf. Ausatmen, bringe deine Hände vor das Herz, halte inne und steh ganz gerade. Mit dem nächsten Einatmen zieh die Arme noch einmal über den Kopf. Ausatmen, Hände zu Kaktusarmen, zieh dich zur rechten Seite, Schulterblick. Einatmen, komm wieder zur Mitte. Ausatmen zur anderen Seite und Schulterblick. Einatmen, komm zur Mitte, mach den Rücken rund, tauch ein. Ausatmen, gerade Rücken kommt nach oben. Ausatmen, die Hände kommen zur Wirbelsäule und dann mach eine kleine Rückbeuge. Nur so weit, dass du noch weiter atmen kannst. Entspanne und komm wieder in die Ausgangsposition. Hände vor das Herz. Noch eine Runde so. Einatmen, Hände über den Kopf. Ausatmen, Kaktusarme. Drehe dich einmal zur rechten Seite, Schulterblick. Einatmen, wieder zur Mitte. Ausatmen, zur linken Seite, Schulterblick nicht vergessen. Einatmen, wieder zur Mitte. Fließen, tauche ein, ausatmen, gerader Rücken nach oben. Hände zur Wirbelsäule und eine kleine Rückbeuge. Achtung, fließend geht es weiter zur Stärkung. Einatmen, Hände über den Kopf, ausatmen, setz dich auf einen imaginären Stuhl in die Hocke und dann bringe die Hände zum Boden. Wandere mit den Füßen zum Ende deiner Matte in die Planke. Einatmen, Tischposition. Und dann mach den Rücken rund zum Katzenbuckel. Ausatmen, Bauch zur Matte, Hängebauch, Schwein. Einatmen, die Katze. Ausatmen, die Kuh. Einatmen, die Katze. Wirbelsäule zieht hoch. Ausatmen, die Kuh, Wirbelsäule zieht runter, einatmen, Schultern auseinander, ausatmen, Schultern zueinander. Genieße die Weite und merke, wie du immer weiter in die Rundung kommst. Und noch ein tiefer Atemzug, dann treffen wir uns alle im Tisch wieder. Und im Tisch nehme deinen rechten Arm nach vorn, linkes Bein nach hinten, du fliegst. Wer weitergehen will, kann gerne versuchen, mit der Hand seinen Fuß zu greifen und mit dem Fuß in die Hand zu pressen. Halte die Position und löse. Andere Seite. Linke Hand, rechtes Bein strecken aus. Und wer weitergehen will, greift Hand und Fuß zueinander und presst mit dem Fuß in die Hand hinein. Halte und löse auf. Wunderbar. Einatmen, presse die kleinen Zehen in die Matte und komm in deinen ersten Hund. Wechsel ab. Vierfüßler und Hund. Vierfüßler und Hund. Wenn deine Füße dabei mattenweit auseinander sind, kommst du ganz leicht in den Hund hinein. Du kannst auch gerne etwas länger im Hund verweilen.
eine wunderbare Dehnung für den Morgen und für den ganzen Körper. Einatmen Hund, ausatmen Vierfüßler. Mach das in deinem Tempo und dann lass deinen Hund einmal laufen. Beuge und strecke beide Beine. Dann zieh dich einmal in die Planke, tauche ein. Wir kommen in den heraufschauenden Hund oder in die Sphinx. Die Sphinx ist auf den Unterarmen. Und wer etwas mehr Dehnung für den Rücken will, der kann seine Hände unter die Schultern bringen und sich nach oben ziehen. Achtung, Hüfte bleibt auf dem Boden. Achte hier darauf, dass die Schultern stolz nach hinten ziehen. Die Brust zeigt stolz nach vorn. Und mit dem Ausatmen tauche ein. Zieh dich einmal in die Entspannung für den Rücken, das Kind. Po verweilt auf den Fersen. Und wer will noch eine Runde? Planke, Brett und in die Sphinx. Oder wer weitergehen will, in den heraufschauenden Hund. Zur Dehnung der Seiten. Bringe deine rechte Hand zur Mitte der Matte und die linke Hand greift nach hinten. Oberschenkel, Unterschenkel, Po, was immer sie greifen kann, zieht hier zur Seite und auch hier, wie am Anfang, ein Schulterblick. Einmal ein Seitenwechsel. Linke Hand kommt zur Mitte der Matte und die rechte Hand greift nach hinten. Versucht, etwas zu greifen, woran sie sich halten und ziehen kann. Komm wieder zur Mitte der Matte, tauch ein und zieh dich in die Entspannung, in das Kind. Einatmen, zieh dich einmal in das Brett. Sei stark, halte und hoch in den herabschauenden Hund. Wir machen etwas für unsere Füße. Einatmen, komm auf die Zehenspitzen, ausatmen, Fußsohle zur Matte. Hoch und runter. Eine wunderbare Dehnung für die Füße. Hoch und dann komm wieder in den Vierfüßler, wedel deine Füße durch dich und komm in eine angenehme Sitzposition. Einatmen, zieh deinen rechten Arm in die Höhe und greif dein Ohr und der linke presst zum Boden. Eine wunderbare Nackendehnung. Und wechsel die Seiten. Die Dehnung kannst du natürlich jederzeit am Schreibtisch, im Homeoffice oder im Büro nachmachen. Dann zieh einmal mit den Fingern deinen Kopf zur Brust, zur Dehnung der Halswirbel. Löse auf und dann bring deine Finger ineinander. Versuche, deine Handinnenfläche nach außen zu klappen. Lehne dich nach vorn und genieße den Stretch zwischen den Schultern. Gehe nur so weit, dass du dich auch selbst aus eigener Kraft wieder herauffädeln kannst. Fädel dich Wirbel für Wirbel nach oben und dann lege dich auf den Rücken. Füße wandern zum Po und stellen sich auf. Einatmen, zieh die Hüfte nach oben und bringe deine Hände
zur unteren Rückenpartie. Versuche dich zu stützen, um ganz entspannt mit dem unteren Rücken auf deiner Hand liege ab. Dein ganzes Gewicht liegt nun auf deinen Händen. Ganz entspannt. Löse einmal auf, verschränke deine Finger ineinander und ziehe nun die verschränkten Finger Richtung Ferse. Hierdurch zieht deine Hüfte noch weiter nach oben. Genieße die Dehnung im ganzen Rückenbereich und auch die Brust- und Hüftpartie öffnet sich. Löse ganz entspannt auf, ziehe dein rechtes Bein gebeugt zum Körper. Und mit dem nächsten Einatmen wechsle, ziehe dein linkes Bein zum Körper. Und lege ab. Ganz entspannt liegst du nun auf der Matte. Spüre einmal nach. Dein Körper fühlt sich nun fließend und frisch an. Einatmen, zieh dich in die Länge und dann mach dich krumm wie eine Banane. Ausatmen, wechsel die Seite, Banane zeigt zur anderen Seite. Mach dich lang. Und dann leg dich einmal zur Seite, zieh dich hoch ins Sitzen. Und bedank dich bei dir selbst, dass du dir die Zeit genommen hast, etwas Gutes für deinen Körper zu tun. Ich bedanke mich bei dir, dass wir gemeinsam diese wunderbare Yoga-Praxis gemacht haben und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, bis bald, eure Miri. Tschüss!